Was tun die denn da? Was? Ach nee, das ist nur für ein Schulprojekt. Klingt jetzt auch nicht so, ich weiß. Hallo ihr sexy Ladies and Gentle Nerds, was geht? Ja, in Holzminden auf jeden Fall eine ganze Menge. Dort ist nämlich ein 18-jähriger Gymnasiast auf dem Beifahrersitz eines Kumpels durch die Gegend geheizt und hat verkleidet als IS-Terrorkämpfer, bewaffnet mit absolut realistisch aussehenden Soft-Air-Waffen, mal eben seine Nachbarschaft, ja Holzminden, die Hood unsicher gemacht. Besorgte Anwohner, die den bös dreinschauenden, schwarzbärtigen, verkleideten Terrormiliz-IS-Kämpfer samt Waffen Drive-by-mäßig durch die Gegend ballern sahen. Gut, dass der Satz so am Stück kam. Haben sich natürlich Sorgen gemacht und vorsichtshalber erstmal die Polizei verständigt. Verständlich. Bei der Personen- und Tatverdachtsbeschreibung allerdings hat sich die Holzmindener Polizei, oder zumindest die Polizei da aus dem Landkreis, keine Ahnung wie er heißt, ihren Teil gedacht und einen Großeinsatz losgetreten, woraufhin der 18-jährige Abiturient bis nach Hause verfolgt wurde, dort gestellt und festgenommen. Auf die Frage der Polizei, warum zum Fick! Antwortete er, dass das Ganze sich um eine Performance für ein Schulprojekt handelt, das er wohl ein bisschen ernst genommen hat. Thema des Schulprojekts, gut und böse. Und wie reagiert man eigentlich auf Gutes oder in seinem Falle Böses? Das Böse! Tja, jetzt zieht diese durchaus 15 Punkte wertige Schulperformance eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens nach sich. Und wenn es ganz blöd läuft, muss der junge Mann auch noch für die Kosten des Großeinsatzes der Polizei aufkommen. Ja, das tut dann schon mal richtig weh. Was sagt ihr? Schulprojekt, Alter 1a umgesetzt, top, 15 Punkte dank Gesetzen? Oder sagt ihr, Alter, was? Die Facepalmeritis ist hart am Start. Das geht definitiv zu weit. Eure Meinung dazu gerne mal ab in die Comments. Ich freue mich drauf. Steve O kennt ihr wahrscheinlich. Der ist eher dafür bekannt, dass er sich mit dem Rest der Jackass-Crew, keine Ahnung, Silvesterraketen in den Arsch steckt und dann losstarten lässt. Aber Steve O hat auch noch eine andere Seite und das ist unter anderem der Tierschutz. Und da hat er jetzt nochmal richtig was gerissen. Nach einer recht spektakulären Protestaktion im letzten Jahr, wo er gegen die Bedingungen der Haltung, die Orca-Shows und diese umstrittenen Zuchtprogramme von SeaWorld demonstrieren wollte und dafür dann mit einem aufblasbaren Orca auf einen Kran geklettert ist und dort ein Feuerwerk losgezündet hat. Tja, nach dieser Aktion war das Augenmerk der Bevölkerung plötzlich wieder auf dieses Thema gerichtet. Der Druck stieg und nun hat SeaWorld verlautbaren lassen, dass sie die umstrittenen Zuchtprogramme und die Orca-Shows einstellen werden. Gutes Ding, freut mich sehr, Steve-O, Chapeau, Hut ab, dass du für die Aktion trotzdem in den Knast gehst, ist natürlich schade. Also ja nur 30 Tage. Und bietet vielleicht Stoff für einen neuen Jackass-Kinofilm. Wer weiß. Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ja bekanntermaßen ein Menschenrecht. Lol, also wenn du es dir leisten kannst vielleicht. Tja, etlichen Millionen Menschen auf dieser Welt fehlt nämlich genau dieser Zukunft und man scheißt drauf, es sei denn, man kann Geld damit machen. Der WWF allerdings rechnet jetzt damit, dass die Nachfrage, was sauberes Trinkwasser angeht, bis 2050 insgesamt um 50% ansteigt. Und das bei gleichbleibender Versorgung. Ergo, zu viel Mensch für zu nicht genug Wasser, so diese. Tja, und während man sich da jetzt berechtigterweise Sorgen machen könnte, reiben sich einige Konzerne und Lobbyisten die Hände, denn weiterhin versuchen Schweinefirmen wie beispielsweise Nestlé, die Trinkwasserversorgung und den Zugriff, was Wasser angeht, zu privatisieren und das mit allen Mitteln. Und dann, wenn Wasser endlich teurer ist als Benzin, dann wird es vielleicht auch endlich spannend, die Leute mit Wasser zu versorgen, die schon jetzt halb am Verdursten sind. Denn dann kann man endlich ganz legal richtig fies Kohle mit der Scheiße machen. So Freunde, guck mal, das hier. Das hier ist Sophia. Sophia sieht ein bisschen creepy aus. Das liegt psychologisch ganz einfach daran, dass sie sehr, sehr menschlich scheint, ohne dabei menschlich zu sein. Das macht uns grundsätzlich Angst. Und trotzdem ist sie menschlich genug, uns überhaupt Angst zu machen und uns nach variablen und
Abwandlungen des Menschseins zu suchen. Denn Sophia ist der am weitesten entwickelte Android auf unserer Erde. Entwickelt von Hanson Robotics und Hiroshi Ishiguro Laboratories. Ja, Vorbereitung ist alles. Ihr Ziel ist es, Roboter immer menschenähnlicher zu gestalten. Nicht nur was die Optik, sondern auch was die künstliche Intelligenz angeht. So kann Sophia zum Beispiel schon mit 62 Gesichtsausdrücken auf ihr Gegenüber reagieren. Weißt du, was ich meine? Geil, ich stelle mir gerade so einen Abschnitt. Sorry. Als Einsatzgebiete schweben den Erfindern unter anderem die Krankenpflege, die häusliche Krankenpflege, die Altenpflege oder auch Traumata-Behandlungen vor. Ich bin gespannt, wie weit wir uns da noch entwickeln und wann Stephen Hawkings Befürchtung endlich wahr wird. Ich sag nur T-1000! Hallo Freunde, welcome to the Endcard, sag ich mal, wa? Däumchen nach oben, wer ein Träumchen. Ich bedanke mich. Falls ihr das schon getan habt, könnt ihr hier diesen Kanal noch abonnieren, falls ihr das wollt. Oder dieses Video teilen mit Gott und der Welt und es in eine Time-Kapsel verbuddeln, sodass es in 150 Jahren gefunden wird und sich die Zukunftsmenschen denken, boah, was für ein Scheiß ist das denn? So, vielen lieben Dank für euren Support. In der Videobeschreibung sind noch ganz, ganz, ganz viele tolle Links. Die könnt ihr auch anklicken, wenn ihr am Tablet oder am Handy sitzt. Und außerdem habt ihr da noch unseren Gaming-Channel. Checkt den unbedingt mal. Und Dr. Freud ist total, ich sag's euch, da unsere Let's Plays, da kommen mittlerweile mehrere am Tag, ganz regelmäßig, halbe Stunde pro Let's Play, schön zugeschnitten, alles viel mehr Aufwand, als wir eigentlich wollten. Und bis dahin, The Floyd Army, es war mir eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Jetzt ein Community High Five, das sich aber bei Dodo Jesus aller Liebe mächtig gewaschen hat. 3, 2, 1. Bam!